40 Jahre Sport und Show, liebe Zuschauer, verehrte Gäste, das ist eine lange Zeit. Und wir beide haben beschlossen, dass wir aus dem Rampenlicht zurücktreten. Aber wir werden nicht in der Versenkung verschwinden. Nur wir denken, 40 Jahre, 4 Jahrzehnte, das ist vielleicht ein Moment, ein schöner Moment, wo wir sagen können, adieu, es hat Spaß gemacht. Wir haben uns 4 Jahrzehnte lang eben hineingeklebt in diese Veranstaltung. Wir haben immer versucht, einmal im Jahr hier eine schöne Veranstaltung Ihnen anzubieten. Und ich denke mal, meistens ist es uns auch gelungen. Aber wir möchten uns nicht verabschieden, ohne dass wir Dank sagen. Dank an unzählig viele Helferinnen und Helfer, die diese Show erst zu dem gemacht haben, was sie geworden ist. Ich darf einige wenige Namen nennen. Zunächst einmal Eberhard Fischer, der ehemalige Bürgermeister von Hohenroda, denn der hat alles angefangen 1975 mit einer Sportpresseschau. Er hatte die einzige, oder besser gesagt, die Gemeinde Hohenroda hatte die einzige Dreifelder Großsporthalle im Altkreis Hersfeld. Und da hat dann alles angefangen. Vielen Dank, Eberhard Fischer. Das finanzielle Rückgrat haben von Anfang an getragen die Hersfelder Zeitung, denn ohne Sportpresse oder Sportteil hätte es kein Sportpressefest geben können. Und die Firma Riegel, Sportriegel, die es leider ja nicht mehr gibt, mit dem damaligen Chef Toni Riegel, der leider verstorben ist, mit dem Geschäftsführer der Sportabteilung, später Sportriegel und Inhaber Bernd Butzig, den Sie als Butler James kennen und lieben gelernt haben. Ein paar Dankesworte zu sagen, damit nehmen wir gerade mal den Film. Keine Angst, das weiß ich auswendig. Ganz herzlichen Dank natürlich, man kann nicht alles aufzählen, hat der Herr Handke, wir sind immer noch bei Sie, seit 40 Jahren, eben schon gesagt, man kann nicht alles aufzählen, man muss aber mal erwähnen, den Kreis Hersfeld-Rotenburg mit dem Herrn Landrat, die Stadt Bad Hersfeld mit dem Bürgermeister, die uns ewig unterstützt haben mit der ganzen Halle hier. Die muss ja eingebaut, umgebaut werden. Dann ein riesen Applaus für unsere Technik. Die Musik und auch die Beleuchtung, die sich stundenlang dahinstellt, dass erstmal alles vorbereitet. Und vielleicht auch zu erwähnen, unser Ärzte-Team, was immer da ist, wenn was passiert. Und ich darf hier an dieser Stelle verabschieden und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, und nicht vergessen wollen wir natürlich unsere Sponsoren und unsere Unterstützer, die es uns immer wieder ermöglicht haben, durch ihre finanzielle Unterstützung, dass wir absolute Weltklassepunkte einkaufen konnten, die wir ihnen dann präsentiert haben. Herzlichen Dank an alle unsere Sponsoren. Es geht weiter. Sport und Show wird weiterleben. Im nächsten Jahr gibt es wieder eine Sport und Show hier in der Waldhessenhalle. Am 9. und 10. Januar 2015 sind Sie eingeladen zur nächsten Show, zur 41. Auflage. Allerdings gibt es einen ganz kleinen Wermutstropfen. Wir müssen den Preis ein bisschen anheben. Und jetzt will ich Ihnen das ein bisschen schmackhaft machen. Wenn Sie ab Januar jeden Monat 17 Cent in einen Sparschwein werfen, dann haben Sie die Preiserhöhung raus. Und Sie haben sogar noch 4 Cent übrig, dann können Sie ein schönes Weihnachtsgeschenk kaufen. Wenn Sie also damit einverstanden sind und Sie nicht gerade dann in die Armut verfallen, würde ich mich freuen, Sie im nächsten Jahr hier wiederzusehen.
Denn es gibt ja einen Wechsel hier vorne. Es gibt ein neues Gesicht für Sport und Show. Und das stellen wir Ihnen jetzt vor, die neue Moderatorin Christina Markt. Wunderbaren Blumenstrauß willkommen heißen. Aber ich habe gar keinen. Der muss ja einen zaubern. Ne? Ich bin gespannt, ja. Ja, gut, okay. Wow. Ja, schön. Unfassbar. Da werde ich ganz hoch. Ja, mittlerweile hat sich Christina so ein bisschen an die Atmosphäre hier in der Halle gewöhnt. Klar, gestern Nachmittag war sie natürlich nervös, da ging das Herzchen wahrscheinlich ein bisschen schneller, aber mittlerweile, Christina, klappt's, oder? Sehr viel besser, ja. Also doch, man wird ruhiger, man gewöhnt sich dran und es macht auch immer mehr Spaß. Ist schön hier. Und ich glaube, sie braucht keine Angst haben. Bei diesem Publikum, das wir hier in Bad Hersfeld haben, hat es jede Moderatorin oder jeder Moderator. Nein! Wir wollen natürlich auch gleich Sie voll reinschmeißen. Sie darf nämlich jetzt den nächsten Programmpunkt anzeigen, Christina. Ja, und ich darf euch bitten, hier zu bleiben. Denn genau so war es jetzt bei den letzten drei Veranstaltungen, aber heute Abend ist ja alles ein bisschen anders. Und ja, wir möchten euch natürlich wenigstens ordentlich verabschieden, wenn ihr euch aus dem Rampen nicht zurückzieht. Wir möchten euch Danke sagen, wir möchten euch ordentlich verabschieden und aus diesem Grund haben wir zwei Ehrengäste eingeladen. Und es sind zwei Frauen, so viel kann ich verraten. Und die beiden. Das ist schon mal gut. Ja, da hat sich jemand was bei gedacht. Die beiden, die verbinden diese Elemente, die Sport und Show, seit 40 Jahren hier auch versucht zu verbinden, nämlich Regionalität und Spitzensport. Und dafür stehen auch Sie wie keine anderen. Und deswegen bitten wir Sie jetzt zu uns nach vorne mit einem großen Applaus. Zum einen frisch aus den USA eingeflogen, die mehrfache Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics und selber mal in den 90ern zu Gast hier bei euch, Reinhard Möller. Naja, und ebenfalls mehrfache Medaillengewinnerin bei den Paralympics, Manuela Schwermund. Hans, guten Abend Bernd, Herr Hanke, Herr James. Unter Herr Hanke kenne ich dich noch von Beginn, 40 Jahre, ich habe nur so die Halbzeit miterlebt, vor circa 24 Jahren, 1990, war ich das erste Mal Gast bei Sport und Show in Hohenroda. Aber im Rückblick möchte ich doch nochmal 40 Jahre, man kann das ja gar nicht zusammenfassen, aber nur mal so beistreifen lassen. 40 Jahre, 365 Tage, jedes Jahr Motivation, Engagement, Stress, Ängste, wahrscheinlich auch viele schlaflose Nächte, Herzbobbern, Freuden. Und auch Bedenken, man kann es gar nicht alles beschreiben, wo ihr in den letzten 40 Jahren durchgegangen seid und das für unsere Region hier, in der wir alle, die Zuschauer, leben und davon sehr viel genossen und profitiert haben. Es ist unbeschreiblich, tausendfachen Dank, es ist nicht ausreichend. Aber ich hoffe, dass wir euch eine gute Freude gemacht haben. Ich bin nicht direkt deswegen eingereist, aber ich freue mich und fühle mich wirklich hochgeschätzt, dass ich diesen Moment hier mitmachen kann. Ihr habt was Tolles geleistet. Man kann gar nicht genug sagen.
Danke, Reinhold. Bei mir ist es Gott sei Dank noch kürzer, die Zeit, was ich miterleben durfte. Das soll jetzt nicht sarkastisch sein und nicht gemein. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir das erste Mal Kontakt haben. Das war so, als meine ersten Erfolge in meiner Sportart gewesen sind. Und es dann auf einmal hieß, der Hersfelder Zeitung hat angerufen, der Handke ist dran. Und da standen wir ja schon wirklich im Achtung, Achtung, großer Gott, was kommt jetzt? Hast du Stamm gestanden, ne? Ja, also da hatte ich Angst. Da hatte ich echt Angst. Aber bisher ist ja alles gut gelaufen. Es waren nicht so viele böse Worte über mich drin, wie über manche andere. Und von daher habe ich, glaube ich, noch Glück gehabt. Ich glaube, Reinhild und ich wissen relativ gut, oder Reinhild sogar noch besser und noch erfolgreicher als ich, was es heißt, sich auf einen Tag, einen Punkt X vorzubereiten, wenn für uns große Wettbewerbe anstanden. Ich denke mal, ihr habt das ja genauso sportlich genommen, alle beide. Da gab es eure fixen Termine, auf die dann die Vorbereitung hinauslief. Und da fing man auch schon Monate vorher an, ganz genau zu planen, um den Erfolg auch wahr werden zu lassen. Und das halt wirklich 40 Jahre lang durchzuziehen, das ist echt beachtlich. Und dabei seht ihr noch so gut aus. Das ist dann halt auch das Negative für die Damen hier. Es gibt einen Wechsel, es wird nicht eine Frau. Aber gut. Aber eine hübsche Frau. Ja, aber ich mache jetzt kein Coming-out, weil ich echt auf Männer stehe. Aber sie ist sehr charmant. Sie macht einen pfiffigen Eindruck und ich glaube, sie wird das Ding auch die nächsten 60 Jahre dann gut wuppen. Und also an der Stelle möchte ich halt auch Danke sagen, auch für eine lange Zeit der Begleitung, die ich auch durch den einen ein bisschen intensiver, aber den anderen auch lang genug mitmachen durfte und hoffe, dass wir uns an anderer Stelle auch gerne auch im anderen Kontext wieder begegnen. Und ich weiß ja, ihr hört mich ganz auf, ich weiß ja, wie das ist, die Katze lässt das Mausen nicht, so ein bisschen bleibt er ja doch dabei. Also einen Berater brauchen wir immer, Beraterverträge lasst sich auch gut aushandeln. Ja, kriegt natürlich Geld für. Ja, eben. Und ich bin mir sicher, euren Unruhestand werdet ihr sinnvoll nutzen. Ich übergebe dann auch hier gleich mal, was wir dann... Ich habe mich festgehalten, ich will bei dir bleiben. Die Diamanten. Oh ja, gerade die Diamanten. Da ist auch noch was drin, nicht, dass ihr da so lapidar drüber geht, damit ihr euch dann auch noch so ein bisschen entspannen könnt und ein bisschen was für die Optik, ja, danke, und danke. Schönheitsfarben, und so, was ihr ja gar nicht braucht. Also so ein kleines Dankeschön. Und jetzt möchte ich aber gerne mal, mir war das vorhin hier viel zu laschig und luschig. Also ich meine, ich kenne das hier aus meiner Sportart. Wir haben ja die letzten Jahre so die Alm oder also andere kleinere Veranstaltungen auch gemacht. Mit unseren Bundesliga-Wettkämpfen. Jetzt sind wir ja abgestiegen, zweite Bundesliga, weil wir arbeiten am Aufstieg. Und im Bundesliga-Finale, wo ich alle zu einladen möchte, vom 7. bis 9. Februar in Rothenburg, oben in der Halle vom Göbel Schlosshotel, vom Göbels Hotel. Und da haben wir immer so einen Trick. Wir stehen dann immer erstmal alle auf. Also ich jetzt nicht, aber Sie bitte. Stehen bitte mal alle auf. Ich sehe das, auch wenn das Licht direkt auf mich scheint. Und dann erwarte ich hier einen Trampelchor und einen Applaus, den die 20 Jahre und 40 Jahre absolut verdient haben. Machen wir weiter mit dem Programm und das Wort gehört Christina.